Hallo, mein Name ist Jessica. Ich bin 33 Jahre alt und bin Anfang des Jahres auf Robert Franz gestoßen. Habe dann im Internet seine Videos verschlungen, wirklich eines nach dem anderen, und war dann bei einem Vortrag Anfang des Jahres und mir wurde recht schnell klar, dass das wirklich alles Hand und Fuß hat, was Robert erzählt. Wir haben dann in meiner Familie zu sechst begonnen, also ich, mein Mann, mein Papa, meine Stiefmama, meine Tante und meine Oma. Und wir nehmen die Produkte jetzt seit einem dreiviertelten Jahr. Und bei uns, also ich hatte ein sehr schlechtes Immunsystem, war wirklich von September bis März, April wirklich fast dauerkrank mit ein paar Tagen, wo ich nichts hatte, wo es mir gut ging. Durch die Einnahme von D3, K2, Magnesium, Vitamin C und OPC, ab und zu Carnitin und B12, habe ich das wirklich super im Griff. Immer wenn jetzt irgendetwas kommt, so ein kleines Zwicken im Hals oder so etwas, nehme ich entweder kollodiales Silber oder Azithromycin zu mir. Und das ist in ein, zwei Tagen wieder gegessen. Mein Mann ist 34 Jahre alt, bei dem haben wir eine Kalkschulter weggebracht, innerhalb von 3-4 Wochen. Kann jetzt wieder Tennis spielen, wirklich schmerzfrei. Bei meiner Oma, die ist kurz vor der Osteoporose, schon seit eben 8 bis 10 Jahren, in Behandlung beim Doktor. Entweder ist es gleich geblieben oder es wurde schlechter. Und bei der jährlichen Kontrolle heuer im Sommer sind die Werte bei meiner Oma, die ist jetzt, heuer wird sie 80 Jahre alt, um 3 Jahre besser geworden. Genauso bei meiner Tante, die hat das Gleiche. Meine Tante hat weiters noch, die ist ein bisschen über 50, die hat seit 10 Jahren poröse Venen und muss Stützstrümpfe tragen. Wir haben dann nach einigen Wochen OPC hochdosiert, 8 bis 10 Kapseln pro Tag über 2-3 Wochen, und ihre Venen sind wieder in Ordnung, mit eben Vitamin C genügend. Also sie braucht jetzt keine Stützstrümpfe mehr. Die Venen haben sich repariert, die sind wieder ganz. Jetzt wird mir ganz kalt, wenn ich das alles erzähle, weil das ist für mich ein Wahnsinn. Weiters, meine Stiefmama litt 2-3 Jahre wirklich an Schmerzen. Die Ärzte konnten sich nicht erklären, es fing in der Schulter an, wanderte hinten über den Rücken, vor in den Brustbereich, in die Arme, hatte Taubheitsgefühle in den Armen, beziehungsweise eher in den Beinen, konnte beim Treppensteigen, also musste mit der Hand die Füße hochheben, ist auch ein bisschen über 50 und leidet auch unter COPD im dritten Stadium. Wir haben dann die ganzen Produkte für ihre Lunge und für die Entzündungen besorgt. Und siehe da, sie ist schmerzfrei. Sie kann ihre Arme und Beine uneingeschränkt bewegen. Sie fährt mit dem Rad auf den Berg. Ist von 3x3 Cortison-Inhalationspumpen auf 1x3 runter innerhalb von 2 Wochen. Und ja, insgesamt fühlen wir uns alle viel fitter, wohler. Auch bei so einem nebligen Wetter habe ich wirklich Energie und kann den ganzen Tag machen. Ich traue mir selber viel mehr zu. Und ich bin einfach dankbar über dieses Wissen, dass ich ohne Chemie, ohne Gift meinen Körper und meine Gesundheit wieder so auf Vordermann bringen kann. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, auf die Natur zu vertrauen und ja, weiterhin werden wir diese Sachen nehmen. Sie tun uns sehr gut. Wir haben auch ärztliche Atteste, wo es wirklich besser geworden ist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Robert, und mach weiter so.